Lieben Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück bei Rising Lord, zurück in Tannheim, bei unserem Grafen Tancred von Tannheim, dem ein Fehdehandschuh zugeworfen wurde. Es geht um diese Eisenmine hier oben. Und unser Nachbar, der will's wissen, Jorn Hugenbeerer, denn ja, der Grafensohn der Grafschaft Kurpfalz. So, und wir müssen bis Runde 16, also in 4 Runden, an der Grenze sein. Und das heißt, wir sollten diese nächsten 4 Runden sehr intensiv dafür nutzen, jetzt noch so viel wie möglich Soldaten auszuheben, beziehungsweise erst einmal Waffen dafür zu organisieren. Und ich bin am Überlegen, was wir da eigentlich haben wollen. Ich glaube, es wäre ganz cool, wenn wir noch weitere Schwertkämpfer hätten. Das scheint mir eine sehr starke Einheit zu sein. Das heißt, wir werden jetzt hier erstmal sagen, bitte Rüstungen schmieden mit Wolle und Eisen. Ja. Und ich würde sagen, den neuen Mann, den bringen wir auch dorthin. Das heißt, wir kriegen jetzt 44 Rüstungen, verlieren 28. Das ist also kein Problem. Des Weiteren, man könnte auch überlegen, ob der da wiederum rübergehen kann. Ich glaube, das ist fast sogar besser, verlieren wir nichts. Des Weiteren haben wir ein nächstes Problem, nämlich unsere Bevölkerung kommt demnächst hier an die Grenze dessen, was unsere Siedlung aufnehmen kann. Und das führt dazu, dass wir Bettler bekommen. Und Bettler, glaube ich, führt dann zu Reduzierung der Gesundheit und oder der Zufriedenheit. Das weiß ich noch nicht genau. Aber vielleicht können wir dagegen was tun, indem wir was bauen. Weil fast alle Gebäude bringen zusätzlich Bevölkerungskapazität. Wir könnten zum Beispiel, ich guck mal, was ist günstig? Eine Kapelle, Stein, Holz haben wir, Platz für 250 Einwohner, verbessert die Moral der Soldaten. Das klingt doch schon mal gut. Vielleicht, oh, auch in 4 Runden fertig, das heißt, vielleicht kriegen wir das auf jeden Fall zur Schlacht noch bereit. So, Stall bringt keine Bevölkerung. Was bringt denn noch zur Bevölkerung? Die Schmiede, die haben wir schon. Wohngebäude natürlich, könnten wir auch bauen, aber ich glaube, der Nebeneffekt ist hier netter. Wir bauen mal die Kapelle. Was bringt die Kirche? 500 Einwohner, Zufriedenheit auf Level 2, Chance auf den Bischof. Mhm. Na gut, starten wir mal mit dem Bau der Kapelle. Und da müssen natürlich jetzt Leute auch das bauen. Ich würde sagen, einen von den Schäfern schicken wir dahin, halt dahin. Und einen von den Leuten aus der Mine dann doch lieber dahin, damit die das schnell bauen. So, jetzt verlieren wir zwar ein bisschen Eisen, ist aber kein Problem. Ja, ich denke, das ist gut so. So, hier drüben, wie sieht es hier aus? Das ist gar nicht unser Land, das ist hier unser Land. Wir bauen hier fleißig unsere Rinderherde auf. Wir könnten natürlich auch hier mal an Gebäude denken. Beziehungsweise, was auch möglich ist, wir können zum Beispiel hier so ein Feld verbessern und dort eine Windmühle hinbauen. Kostet uns aber sehr viel Holz. Haben wir nicht. Man kann auch Weiden verbessern. Das ist interessant. Der Stall beherbergt einige Rinder und Schafe, selbst wenn sich auf dem Feld keine Bauern befinden. Er erhöht das Wachstum und die maximale Herdengröße. Ist auch ganz gut. Aber halt auch hier reicht Holz nicht. Das schützt vor wilden Bestien. Die sind hier zum Glück noch nicht aufgetaucht. Tja, oder lohnt es sich hier noch ein Gebäude zu planen? Wohnraum. Ach, wir haben hier auch ein Wohnraumproblem. Ach du Schreck. Oh Gott. Und zwar hier viel dringender. Haben wir denn möglicherweise hier schon Bettler? Oder werden wir das nächste Mal Bettler bekommen? Das ist ja unangenehm. Okay, also hier müssen wir für Wohnraum sorgen. Das ist das Wichtige hier. Ja, wir gucken mal. Wie machen wir es am günstigsten? Idealerweise, ach schaut mal, wir können hier diese Wohnungen, die ich vorhin gesehen habe, die kann ich hier gar nicht bauen. So, Stadtwache. Das ist relativ günstig, könnten wir uns jetzt leisten. 140 Gold, das wäre eine günstige Variante für 250. Alles andere können wir im Moment nicht finanzieren. Ja, dann würde ich sagen, bauen wir die Stadtwache. Kann ich die nur hier bauen oder kann ich die da auch reinbauen? Ne, hier ist eine Burg, das wäre auch ganz sinnvoll. Ah ja, dadurch kommen wahrscheinlich zusätzliche Gebäude, aber da brauchen wir wieder Holz, das wir nicht haben.
Ah ja, langsam wird es interessant. Wir werden die Stadtwache dann mal bauen. So. Aber da brauchen wir natürlich auch Leute, die das bauen. Und ich würde sagen, Stein scheint mir jetzt nicht super wichtig zu sein. Auch da nehmen wir noch einen weg. Aber wir müssten das schneller machen. Ich nehme hier noch einen weg. Gut, dann haben wir die in zwei Runden gebaut. Hoffentlich noch rechtzeitig genug, dass nicht so viele Bettler kommen. Ja, dann geht es weiter. Okay, dieses Jahr wurden die Familien mit vielen gesunden Kindern gesegnet, aber es wird die Zukunft bringen. Geburtenrate, das ist ja jetzt nun gar nicht so toll. Schaut mal, damit haben wir jetzt schon die 2500 hier überschritten. Aber was bedeutet das hier bezüglich dieser erwähnten Bettler? Also ich wurde darauf hingewiesen, dass es diese Bettler gibt, aber im Moment scheinen die noch kein großes Problem für uns darzustellen. Vielleicht kommt die erst nach einer gewissen Zeit. Ah, okay, gut. Dann ist es so, wie es ist. So, hier ändern wir jetzt mal auf die Schwerter, weil es nützt uns ja nichts, nur Rüstung zu produzieren. Plus 56. Ja gut, dann können wir 44 Soldaten auf jeden Fall. Das ist in Ordnung. Ich denke, du bleibst weiter in der Mine. Holz geht ein bisschen runter wegen der Schwerter, ist auch okay. Und ihr baut an der Kapelle. Das heißt, auch die ist in der nächsten Runde fertig. Ah, wir haben ja hier noch einen Bewohner dazu bekommen. Ja. Dann würde ich sagen, den schicken wir dann zum Holzplatz. So, 604 Nahrung verlieren wir. 65. Ja, wir könnten auch. Wir müssen irgendwann. Also eigentlich brauchen wir hier einen Schäfer mehr. Aber geht im Moment nicht. Ist halt so. Okay, hier bauen wir weiter auf. Wenn wir hier essen, sind es. Minus 18, das ist doof. Da haben wir in der nächsten Runde was. Gut. Schurke ist wieder untergetaucht, was auch immer das bedeutet. Runde 13. Alles soweit in Ordnung. Machen wir weiter. Okay. Sehr schön. Jetzt ist das gebaut worden? Die Kapelle ist da. Moralbonus von 20% für die Garnisonen dieser Provinz. Ah, okay. Dann habe ich das missverstanden. Das betrifft dann wahrscheinlich nicht die aktive Armee, sondern nur, wenn wir uns hier verteidigen, entsprechend die Garnison. Gut. Kapelle in Tannheim wurde fertiggestellt. Ja, klar, haben wir gerade gesehen. Okay, wir haben jetzt die Waffen, die Waffen. Ich würde sagen, ich würde gerne noch. Zwei Runden haben wir noch. Ich würde gerne noch Armbrustschützen haben. Deswegen ändern wir die Produktion auf Fernkampfwaffen. Plus 46. Wir verlieren Holz. Ja. Bleiben wir da beim Eisen. Aber wir haben jetzt zwei, die nichts unternehmen. Die können wir jetzt gut verteilen. Da hatte ich ja gesagt, ich will auf jeden Fall einen Schäfer wieder haben. Minus 20. Vielleicht gebe ich echt einen dritten Schäfer dahin. Minus 14. Das lohnt sich auch nicht wirklich, ne? Ich meine, wir können auch einfach mal die Zufriedenheit reduzieren. Dann kriegen die halt nicht so viel Essen, oder? Ach nee, Nahrungsvielfalt bringt nur Gesundheit. Bei Gesundheit was. Ja, aber ich würde sagen, der Moment ist gekommen, dass wir unsere Herde mal wieder ein bisschen aufstocken müssen. Lassen wir das mal so. Okay, außerdem gammelt hier noch einer rum in der Schenke. Das muss auch nicht sein. Der geht dann hin zur Holzwirtschaft. Weil ich würde schon gerne hier beginnen, mal so eine Mühle zu bauen. 225 Holz, 75 Stein. Oder wir müssen auch schon wieder. Also eigentlich müssen wir schon das nächste Gebäude für Wohnraum schaffen. Sonst wird das hier nichts. Wir gucken, was geht hier. Okay, bauen im Wald erhöht die Kosten und die Bauzeit. Das ist schlecht. Dann bauen wir unten weiter. Ja, da fehlen uns die Steine für die zusätzliche Stadtwache. Haben wir denn hier keine Stadtwache? Achso, die Garnison kommt über die Palisadenburg. Okay.
Badehaus bringt plus 500 Einwohner. Das ist auch gut für die Gesundheit. Schenke haben wir eigentlich hier schon. Kann man dann auch eine zweite Schenke bauen? Das wäre ganz banal, was für Wohngebäude. Ja, wir brauchen mehr Holz. Aber wir verbrauchen halt Holz. Okay, also Wohnraum ist echt ein Problem. Schmiede braucht auch Holz. Hilft nichts, wir brauchen mehr Holz. Dann könnte ich mir überlegen, dass wir den dorthin bringen, damit wir noch ein bisschen mehr Holz produzieren. Plus 88, ja. Das ist, glaube ich, das Beste. Und hier sind wir auch schon wieder kurz vor der Grenze. Naja, hilft nichts, ne? Hier haben wir drei Leute, die nichts unternehmen. Ah, die könnten auf jeden Fall einer zu den Steinen. Da würde ich sagen, einer noch zu den Rindern und der andere vielleicht auch noch in den Steinbruch. Dann können wir dieses Steingebäude bauen. Gut, Runde 14 beenden wir. Ah, da sehe ich, wir haben die ersten Bettler. Jetzt werden wir auch darüber aufgeklärt, was es damit auf sich hat. Ein Bettler ist entstanden, er arbeitet nicht und verringert... Ah, das ist okay. Ah, ich verstehe. Das heißt, wenn man jetzt hier... Die kommen dann auch erst bei 250, also wenn man den nächsten Pot bekommen würde. Er arbeitet nicht und verringert Gesundheit und Zufriedenheit. Ihr solltet ihn schnellstens loswerden. Baut mehr Wohnraum, um ihn in einen Bauern zu verwandeln. Ihr könntet auch die Bevölkerung reduzieren, indem ihr die Zufriedenheit und Gesundheit senkt oder eine Armee ausheben. Ja, das wollen wir ja sowieso. Wahrscheinlich sollten wir das jetzt mal machen. Okay, das Thema Armee spielt dort auch eine Rolle. Wenn hier übrigens ab und an so eine komischen kleinen Schnitte im Video sind, das ist bei mir nicht üblich, aber ich bin ziemlich erkältet und muss immer zwischendurch husten und dann pausiere ich immer kurz die Aufnahme, also wundert euch nicht. Ja, okay, ich wollte eigentlich noch nicht ausheben, um Gold zu sparen, aber ich denke, wir machen das jetzt mal. Wir werden auf jeden Fall jetzt mal die Speerkämpfer schon mal ausheben, die wir haben wollen. Das sind diese hier und da können wir 110 haben. Ah ja, und wir sehen tatsächlich, die Bevölkerung geht runter. Das heißt, die werden direkt von der Bevölkerung abgezogen. Ja, sehr gut. Ja, machen wir das doch. Die anderen machen wir später. So, das wird aber nicht helfen, um den Bettler loszuwerden. Wir müssen dringend bauen. Aber hier ändern wir nochmal kurz in Gambesons, weil die brauchen wir, um Arbus-Schützen dann noch zu bekommen. 44, die werden wir dann in der nächsten Runde machen. Wobei, ja okay, wir kommen eh nicht unter die Grenze hier. Dann ist das auch egal, dann warten wir damit noch. So, können wir denn jetzt vielleicht schon mal beginnen mit einem Bau? Das wäre doch irgendwie sehr erfreulich. Hier fehlen uns die Bretter, hier fehlen uns die Steine. Wohngebäude fehlen auch die Bretter. Das wird dann erst nächste Runde was. Ja, wir können nichts tun, um Wohnungen im Moment zu bauen. Tja, wir waren zu fürsorglich mit den Leuten, mit unseren normalen Rationen. Die Bevölkerung ist zu schnell gewachsen, weil es ihnen zu gut ging. Muss man so sagen. Hier ist auch schon ein Bettler. Nicht gut. So, du hast nichts zu tun. Dann würde ich sagen, gehst du hier oben hin, damit wir wenigstens schnell mehr Stein bekommen, um auf dem Weg vielleicht auch mehr bauen zu können. Und bekommen wir jetzt eigentlich schon Milch? Warum gibt uns Bettler eigentlich Gesundheit? Das ist merkwürdig. Hier steht ja eigentlich, er soll die Gesundheit reduzieren. Vielleicht ist da eine Fehlanzeige. Hier reduziert er zumindest die Zufriedenheit. Das ist korrekt. Ja, ich bin mir nicht sicher, wie das mit der Milch läuft. Aber doch, wir sehen in der Anzeige, 93 Leute bekommen offenbar Milch. Oder? So wird es gegessen, dann wächst es nicht.
Aber Milch müsste trotzdem da sein. Okay, aber was mich wundert ist, dass wir hier nicht die Anzeige haben der vielfältigen Nahrung. Es könnte aber sein, dass Milch einfach nur Getreide ersetzt, gewissermaßen. Und gar nicht als zusätzliche Nahrungsquelle rein spielmechanisch gilt. Na gut, dann ist es so. Okay, Runde 15. Ein Krieg in einem weit entfernten Land zwingt die Menschen dazu, ihre Heimat. Okay, wir haben, deswegen haben wir nochmal Bevölkerung bekommen und sind so krass gewachsen. Nun gut, weiter geht es. Das ist jetzt die entscheidende Runde. Jetzt müssen wir vorbereitet sein. Runde 16. Das heißt, jetzt müssen wir auf jeden Fall alle Soldaten ausheben, die wir ausheben können. Auf jeden Fall wollen wir noch weitere Schwertkämpfer haben. 62, ist doch ordentlich. Und es kommen noch Armbrustschützen dazu. 47, sehr gut. Und damit fallen wir auch unter 3000 zumindest. Ich glaube aber das Bettlerproblem, es könnte dadurch gelöst sein. Erst einmal. Okay, das ist gut. Und jetzt gucken wir uns doch mal die Karten an, weil wir haben natürlich jetzt Erfahrung bekommen. So, wir könnten jetzt hier, also man schaltet hier unten die frei, um die höherstufigen dann auch zu bekommen. Blindschuss trifft einen zufälligen Gegner irgendwo auf der Karte. Ist auch ganz cool. Hindernis gefällt mir auch ganz gut. Da kann man quasi verhindern, dass von einer Seite Leute angreifen. Schilde hoch. Hilft gegen den nächsten Fernkampfangriff. Kriegsschrei, alle an den General angrenzenden Feinde erhalten Moralabzug. Position tauschen oder Pontonbrücke. Das könnte interessant sein, weil wir jetzt an einem Fluss kämpfen. Ich glaube, das nehme ich mal mit. Das nehmen wir mal ins Deck. Haben wir immer noch 137. Was geht da? Nehmen wir noch Schilde hoch. So. Mehr geht nicht. Die Karten können gespeichert werden. Die Armee ist soweit bereit. Und damit ziehen wir jetzt zur Grenze. Okay. Jetzt ist aber die Überlegung, wir brauchen jetzt erstmal keine Waffen mehr. Wir müssen jetzt ausbauen. Das war ja das Wichtige. Und ich würde sagen, Wohngebäude ist jetzt das, was wir hier bauen wollen. Starten wir damit. Und die Leute, die hier in der Schmiede gearbeitet haben, gehen jetzt komplett zum Wohnungsbau. Und ich glaube, wir sollten das so schnell wie möglich bauen. Deswegen ziehen wir auch hier einen Schäfer ab. Noch einen Schäfer. Dann ist das in einer Runde fertig gebaut. Während die dort oben weiter in der Forstwirtschaft arbeiten. Und ich fürchte, hier sind wir noch nicht so weit, dass wir irgendwas weiteres bauen können. Theoretisch noch eine Stadtwache. Das könnten wir uns leisten. Ansonsten fehlen uns die Bretter. Aber in einer Runde hätten wir die. Gefällt mir eigentlich besser, wenn wir da auf die Bretter warten. Ja, bleiben wir mal dabei. Okay. 405. Ich habe hier gerade... Ach ne, wir kriegen 818. Das wird ein bisschen knapp hier mit der Ernte. Aber im Zweifel können wir dann auch hier irgendwann die Rinder beginnen zu schlachten. So, na dann bin ich mal gespannt, was das jetzt für eine Schlacht wird. Okay, ihr habt nun einen Bauern weniger in Tannheim. Die Anzahl der Bauern steigt und sinkt mit der Bevölkerungszahl. Ja, aber der Bettler ist auch weg, ne? Aber jetzt geht's hier offenbar auf zur Schlacht oder zum Zweikampf. Die Brücke. Auf der Brücke zwischen Tannheim und Kurfels treffen sich schließlich die Armeen. Die Banner der beiden Häuser wehen stolz im scharfen Wind. Jorn Hugenbeere galoppiert an die Brücke. Dies ist das Land der Hugenbeeres. Schon unsere Vorfahren waren Herren der Eisenmine
ruft er mit lauter Stimme. Lasst uns hier auf dem Feld der Ehre entscheiden, wer in Zukunft das Recht hat, sie sein eigen zu nennen. Niemals! Die Mine gehört uns, ruft Tankred und zieht sein Schwert. Jorn lacht. Meinen Respekt habt ihr, dass ihr tatsächlich gekommen seid, Tannheimer. Lasst uns kämpfen, wie die Recken in den alten Sagen. Er reitet zurück zu seinen Rittern und lässt sich seine Lanze reichen. Tankred schaut zu Martek, dieser zieht grimmig seinen Helm auf und nickt ihm zu. Und damit geht's zur Schlacht. Wir haben 239 Mannen. Mal sehen, was der Gegner hier mitbringt. Okay, lasst uns erstmal das Schlachtfeld inspizieren. Also wir haben hier tatsächlich diese Flusssituation mit der Brücke. Hier oben könnte man theoretisch auch lang. Das ist unsere Fahne, das ist die gegnerische Fahne. Hier unten haben wir Wald, da oben auch ein bisschen. Gut. Wir haben ja diese Karte mit der Pontonbrücke. Ich will mal überlegen, ob es vielleicht cool wäre, wenn man hier unsere starken Speerkämpfer verdeckt über den Wald, über diese Pontonbrücke zu dem Wald auf das Gebäude hier zumarschieren lässt. Oder ob es sinnvoll ist, die alle hier zu behalten und hier irgendwie den Kampf zu führen. Heikel. Das Problem ist, er wird wahrscheinlich auch Fernkämpfe haben. Ist die Frage, ob man überhaupt diese Schlacht auf dieser Brücke hier führt, ob das sinnvoll ist. Okay, also unsere Speerkämpfer sind jetzt erstmal wichtig dafür, zum Beispiel gegen die Reiter zu stehen. Die packe ich erstmal auf den Hügel, würde ich sagen. So, der Gegner platziert ja nichts. Okay, dann versuche ich mal diese Speerkämpfer, diese Schwertkampf-Punktung-Brückentaktik. Platziere die hier hin. Ah, wir sehen dort 50 Bogenschützen, das ist nicht wenig. Ja, das ist jetzt spannend. Wir müssen auf jeden Fall in den Wald mit unseren Fernkämpfern und unsere Bauern sind eigentlich kaum zu was zu gebrauchen. Ehrlich gesagt, die Bauern würde ich fast hier hinten hinstellen, um so eine Art letzte Sicherung zu sein. Wir können auch in den Wald. Ich meine, die können ja nur da oder da oben kommen, also packen wir den in den Wald hier. 25 Reiter oder Ritter, ich bin mir nicht sicher, die sind ziemlich stark, glaube ich. So, die Armbrustschützen kommen hier rein, Fernverteidigung 50%. Okay, der hat 100 Bauern, das ist nicht so beeindruckend. Dann haben wir hier noch unsere Fernkämpfer, die bringen wir erstmal dahin. Die sollen dann auch in den Wald. 25 Armbrustschützen. Und unser Anführer, der kommt hier mit zu den Schwertkämpfen. So. Schilde hoch, Pontonbrücke, sorgfältig zielen. Alles klar. Das sind unsere drei Karten. Es starten die Bogenschützen. Und ich würde sagen, die bringen wir erstmal in den Wald. Und damit sie sich einigermaßen gut verteidigen und verstecken können. Ah, ja, nee, alles gut. So, der Gegner spielt eine Karte. Und es wird geschossen. 4 Bogenschützen sterben. Ah, der spielt die Karte oben auf die Ritter. Ja, und die kommen tatsächlich durch zur Brücke. Ich bin mir nicht sicher, die scheinen schnell zu sein. Vielleicht ist es doch cool, wenn die Bauern das Gebäude verteidigen. Die Speerkämpfer lasse ich erstmal da oben. Ich könnte sie natürlich auch direkt auf die Brücke stellen. Aber dann sind die genau in Reichweite von den Bogenschützen. Und können da einfach so abgeschossen werden. Ich bringe die Bauern mal sicherheitshalber zurück auf die Fahne. Ja, der ahnt vielleicht, was ich hier vorhabe. Ich gehe in den Wald mit denen. Und ja, das sind jetzt die... Ja, ich meinte... sorgfältig zielen. Das könnte ich jetzt mal auf die nehmen. Die sind natürlich weit entfernt vom Gegner, aber ich will sie auch, glaube ich, nicht so weit nach vorne bringen.
75% Schaden ist schon nett. Wir machen das mal. So, verlieren zwei Initiative. Egal. So, Sperrkörper ist dran. Ja, gehe ich da hin? Die haben hier offenbar... Die hat hier so viele Perks jetzt hier auf diesen Ritter. Das ist mir zu heikel. Ich würde sagen, wir bleiben lieber hier auf dem Hügel. In Sicherheit. Und machen hier Verteidigung. Okay, aber das macht was mit seiner Armbrust auch. So, jetzt ist die Frage. Wir könnten natürlich jetzt hier ranmarschieren. Dann hätten wir ein besseres Schussfeld. Ich glaube, das ist ganz cool. Machen wir das. So. Und jetzt ist er dran. Und feuert. Ja, auf wen? Also mit den Bögen kommt man gegen Gerüstete halt nicht so gut weit. Das ist zu weit weg. Echt? Ah, shit. Vielleicht gehen wir da noch hin. Oder wir schießen und machen einen Schaden. Ich weiß nicht. Wir gehen noch ein bisschen nach vorne. So. Okay, die greifen tatsächlich... das ist dann gut. Das ist jetzt eine sehr gute Position für diese. Hervorragend. Und damit können wir die Bauern zumindest auch wieder ins Spiel bringen, weil er offenbar nicht da durchhalten kann. Ich bin mir nicht sicher, ob es Kontrollzonen gibt. Wisst ihr was? Weil ich es nicht weiß, ob es Kontrollzonen gibt, lasse ich den Bauern einfach hier. Was macht der jetzt? Der geht da rein, okay. Der schießt... gut, das ist kein Problem. So, jetzt kommt unsere Pontonbrücke. Haha. Ha, diese Überquerung werden sie nicht kommen sehen. Ja, genau. Sehr gut. Und wir können direkt in den Wald. Ist der Wald besser als der Hügel? Ja, weil wir noch Fernverteidigung haben. Haha. Sehr, sehr cool. So, außerdem greifen wir hier an. Oh, das war wahrscheinlich irgendwie so eine Erstschlagfertigkeit. Über seine Karte. Minus 4. Ja, unangenehm. So, jetzt stehen wir aber hier in Reichweite. Ah, nee, das ist ein Nahkampfangriff. Oh, das ist natürlich unangenehm. Aber wir können zumindest hier angreifen. Wer ist der gefährlichere Typ? So, warte mal. Schade ist, dass ich hier nicht unsere Boni sehen kann, gegen welchen Gegnertyp wir wie viel mehr Schaden machen. Aber tendenziell ist er, glaube ich, besser gegen den hier. Oder ist das über Farben gekennzeichnet? Einheitentyp. Naja, wir machen mal da. 9. Es wird gefährlich. Die Schlacht wogt hin und her, aber immer mehr Fußtruppen aus Kurfels erscheinen auf dem Schlachtfeld. Sie müssen eine defensive Formation bilden, sonst werden sie umzingelt. Meinen die mit sie uns? Warte mal, was passiert hier gerade? Warte, hier sind ja neue Einheiten aufgetaucht. Okay, so war das aber nicht gewettet. Das ist natürlich jetzt ein Problem. Schwertkämpfer im Rücken unserer Armbrust schützen, wie unangenehm. Das ist schlecht. Aber da brauchen wir nicht mit Fernkämpfern ankommen. Die sind zu gut gerüstet. Ach komm, wir gehen gegen die Bogenschützen, aber mit unserem Paar kommen wir da nicht weit. Schilde hoch muss ich. So, das läuft immer noch gut hier. Ja, die Reiter kriegen wir gut unter Kontrolle. Die Frage ist, ob es vielleicht mal sinnvoll ist, diesen Wald zu besetzen. Damit der hier nicht durchmarschieren kann, aber ich glaube nicht. Der bleibt zur Sicherung da stehen. Weiterhin. Okay, jetzt gingen alle gegen die Speerleute dort. So, der Bauer greift an, aber das wird er bereuen. Sehr gut. Okay, das tat natürlich weh. Die müssen eigentlich da weg. So, wir killen die jetzt. Jetzt bin ich gespannt. Habe ich jetzt gewonnen, wenn ich die Flagge besetze? Nee, aber es gibt krassen Moralabzug. Okay, immerhin. So, ich würde sagen, wir greifen weiter hier seine Reiter an und ich glaube, wir können die dann auch vernichten. Dann gehen wir leider auf die Ebene, aber es geht halt nicht anders. Okay, hatte da noch
Okay, ihr seid siegreich. Die Gegner fliehen. Ja, geil. Okay, sehr schön. Gewonnen. Der Feind ist geschlagen. Auf dem Schlachtfeld begegnen sich die Brüder. Wie? Es begegnen sich die Brüder. Rickard springt von seinem Pferd. Hallo Bruder, musste ich dich wieder von den Dorfrüpeln retten? Warte mal. Hä? Wieso ist unser Bruder plötzlich da? Ich glaube, da gibt es einen kleinen Fehler. Irgendwie in der Story. Vielleicht taucht er irgendwie noch auf durch ein Event, aber weil wir irgendwie zu schnell oder zu gut gekämpft haben, passiert das nicht, könnte sein. Er umarmt Tankred herzlich. Neben ihm steht ein Mann mittleren Alters mit stechendem Blick. Dies ist der Graf von Megino, Hugo de Camillo, der Mann, dessen Ritter diese Schlacht entschieden haben. Welche Ritter? Wir haben diese Schlacht entschieden. Unsere großartige Taktik mit der Pontonbrücke hat hier den entscheidenden Erfolg gebracht. Wir sind trotzdem höflich. Ich danke euch, mein Herr. Es ist mir eine Ehre, mein Herr, sagt Tankred außer Atem. Camillo nickt ihm leicht zu. Sir Rickard und ich kamen mit dem Schiff aus Gothica in Nov Pirot an, als wir vom Angriff der Kurfelse erfuhren. Wir ritten so schnell wir konnten. Rickard schaut Tankred an. Oberlang ist überall in Aufruhr. Tankred, was passiert hier? Tankred zuckt erschöpft mit den Schultern. Die Schlacht steckt ihm noch in den Knochen. Tja, das weiß ich auch nicht. Camillo unterbricht sie. Jorn Hugenbeer wird ihnen vorgeführt. Gut gekämpft, Tankred von Tannheim. Aber euren großen Bruder zu Hilfe zu rufen, scheint mir dann doch eher ein billiger Trick zu sein. Nein, wir haben dich selbst besiegt. Rickards Stimme ist abfällig. Nichts weniger als eine Schande scheint mir dieser hinterhältige Angriff aus Kurfels zu sein. Gerade jetzt, wo Tannheim in großer Gefahr ist und unser Vater ermordet wurde, habt ihr denn keine Ehre? Jorn schnaubt und spuckt in den Staub. Euer Vater hat uns betrogen. Die Ungläubigen haben meinen Vater getötet, als euer Vater ihn in Damazum im Stich gelassen hat. Seid still mit euren Verleumdungen, Hugenbeere! Unser Vater hat nie jemanden im Stich gelassen, ruft Tankred laut. Er schaut Rickard hilfesuchend an, aber der schaut nur ernst und schweigt. Okay, vielleicht stimmt das sogar. Er ist nicht mehr der Hitzkopf von früher, denkt Tankred. Camillo schreitet mit lauter Stimme ein. Meine jungen Herren, dies ist keine Sache zwischen Raufbolden, sondern eine ernste Gefährdung des Reiches. Der Rat wird sich dieser Sache annehmen. Der Großmeister des Ordens sollte mit Lady Hugenbeer jeden Moment hier eintreffen. Jorn schaut irritiert. Seine Großspurigkeit ist wie verflogen. In der Ferne kann Tankred bereits eine Staubwolke sehen. Das Banner des Ordens von Argon vorangetragen, reiten zahlreiche Ritter in dunklen Farben und abgenutzten Rüstungen auf das Schlachtfeld. Ihnen folgt Lady Hugenbeer mit ihrer Leibwache. Die verbleibenden Soldaten von Kurfels beugen ihren Kopf, als sie vorbeireitet. Sie springt vom Pferd und schreitet auf Jorn zu. Ein lautes Klatschen lässt alle Soldaten wieder aufschauen. Jorns Wange ist feuerrot. Du Nichtsnutz, ihre Stimme ist schrill. Seht alle her, ruft sie, mein Sohn ist eine Schande für mein Haus, als ob wir nicht schon genug Probleme haben. Jorn schaut betroffen drein. Aber ihr habt doch gesagt. Seine Mutter hält ihren Finger vor sein Gesicht und gebietet ihm zu schweigen. Sei still, du hast meine Anweisungen missachtet. Der Anführer der Ordensritter räuspert sich. Ich bin Bernard Toulet, Komtur des Ordens von Argon. Im Namen des Rates der Grafen und der Satzung der letzten Königin Elida. Diese Fehde hat hier ein Ende. Sie war nicht rechtmäßig. Haus Kurfels hat geltendes Recht gebrochen, indem es eine Fehde ausgesprochen hat und muss 1000 Goldstücke an den Rat zahlen. Jorn zuckt sichtbar zusammen. Bernard Toulets Blick wandert zu Tankred. Und die Annahme der Fehde war ebenfalls ein schweres Vergehen. Hiermit setze ich ein Bußgeld von 500 Goldstücken für das Haus Tannheim fest. Tankred muss schlucken. Damit hatte er nicht gerechnet. Rickard jedoch scheint gelassen. So, wir geben uns einsichtig. Ich verstehe.
Graf Camillo tritt vor und lässt einen seiner Soldaten eine schwere Holztruhe bringen. Er öffnet sie, nimmt einen großen Beutel und überreicht ihn dem Großmeister. Der nickt. Ich gehe davon aus, ihr steht für Tannheim ein. Damit ist die Schuld beglichen, die Fehde ist beigelegt. Oh, wie großzügig. Der Heimweg nach Tannheim ist lang. Die Verwundeten können nur langsam transportiert werden. Ricard schaut Tancred an und lächelt. Es ist schön, dich wieder zu sehen, Tancred. Du hast dich dort gut geschlagen. Aber was hast du dir dabei gedacht, an einer Brücke zu kämpfen? Das war offensichtlich eine Falle. Ja, deshalb hatte ich auch eine Pontonbrücke noch mit dabei, Bruder. Wir waren vorbereitet. Wir hatten uns zur Not taktisch zurückgezogen, antwortet Tancred trotzig. Wie du meinst, sagt Ricard. Nach einer Pause fährt er fort. Du weißt, dass Mutter nicht erfreut sein wird, wenn sie erfährt, dass du ohne ihre Zustimmung in den Krieg gezogen bist. Tancred weiß das nur zu gut, aber er hat keine Angst. Endlich ist sein Bruder zurück. Okay. Diese Mission scheint zu Ende zu sein. Was kommt jetzt? Am Grab. Edmunds letzte Ruhestätte liegt in der kleinen Kapelle oberhalb Tannheims. Ich glaube, es würde ihm hier gefallen. Die Aussicht ist wirklich schön, sagt Ava leise, als sie aus dem Fenster auf die Berge schaut. Der Wind weht leise durch die Fenster. Tancred merkt, wie schmerzlich er seinen Vater vermisst. Gibt es schon etwas Neues von Regis Egbert und dem alten Garm? Fragt Ricard. Nein, antwortet Ava. Der letzte Brief, den wir erhalten haben, ist mehrere Monate alt. Sie sind nach Tarrasso gegangen, um mehr in Erfahrung zu bringen. Anscheinend hat diese Rebellion einige brutale Anführer. Ein ehemaliger Henker ist einer von ihnen und er hat sich wohl in Badani eine Basis aufgebaut. Von dem haben wir schon gehört. Ich werde nicht ruhen, bis diese Rebellen vernichtet sind und wir wieder Frieden haben, sagte Ricard laut. Tancred nickt finster. Wie oft schon hat er sich vorgestellt, dem einäugigen Anführer der Banditen sein Schwert durch das schwarze Herz zu jagen. Ricard legt ihm den Arm um die Schulter. Wir werden unsere Rache bekommen, Tancred. Am Abend sitzen sie auf Burg Tannheim zusammen. Ricard erzählt von seinen Abenteuern am Hof des Kaisers in Constantia und den stolzen Burgen und florierenden Städten des fernen Gotika. Graf Camillo sitzt mit am Tisch, ein ernster Mann mit scharfem Blick. Geduldig wartet er, bis Ricard seine Geschichte erzählt hat. Schließlich erhebt er seinen Kelch zum Wohl. Ich fühle mich geehrt, Lady Ava, an eurem Hof Gast zu sein. Wir haben wichtige Dinge zu bereden. Überall im Land begehren die Bauern und Leibeigenen auf und greifen zu den Waffen. Die Stadt Holm ist an die Aufständischen gefallen. Der Bürgerrat wurde während einer Sitzung überfallen und alle Ratsmitglieder wurden in den Kerker der Stadt gesperrt. Kein Graf oder Bischof soll mehr über sie regieren. Ein ungläubiges Raunen geht durch die Runde. Bei Solus, ruft Sir Wilmund. Wir müssen Holm helfen. Camillo nickt und wendet sich an Ava. Ich bin hergekommen, um mit Tannheim ein Bündnis zu schließen. Wenn sich mehr Fürsten mit uns zusammenschließen, können wir diese Rebellen aufhalten. Ava wirkt zurückhaltend. So sehr mich das Schicksal Holms auch betrübt, wir sind hier in Tannheim selbst in Gefahr. Es heißt, dass nahe unserer Grenze in Tarrasso und Badani diese Rebellion immer Zulauf bekommt. Ricard wirkt ungeduldig, als er seine Mutter hört. Tannheim kann sich halten, Mutter. Die Burg ist stark und Tancred kann kämpfen. Erlaubt mir und den Soldaten mit Camillo zu reiten, sagt Ricard. Ava widerspricht. Du willst schon wieder weiterziehen, obwohl du noch gar nicht richtig angekommen bist. Tannheim braucht jemanden, der es verteidigt. Tancred ist zu jung und außerdem neigt er dazu, sich unbedacht in Schlägereien zu stürzen. Der Kampf mit den Hugenbärs hat uns Männer und Ressourcen gekostet. Er braucht jemanden, der ihn vor solcher Narretei schützt. Nicht schon wieder, Mutter. Ricard klopft Tancred auf die Schulter. Ich glaube, er hat seine Lektion gelernt. Außerdem hat er sich hervorragend geschlagen in der Schlacht. Genau. Wer Ritter sein will, muss sich seine Sporen verdienen. Wenn wir die Rebellion in Holm nicht aufhalten, dann sind wir nicht nur von Osten aus Badani, sondern auch aus dem Westen bedroht. Ava schaut nachdenklich und seufzt. Nun gut, Graf Camillo verdient unsere Unterstützung. Er hat uns gegen Kurfels zur Seite gestanden. Tancred wird weiter hierbleiben und die Grenze verteidigen. Ricard wird Camillo mit einem Regiment Bogenschützen unterstützen. Wir werden die Männer dafür so schnell es geht mustern. Camillo nickt zufrieden. Der Bund zwischen den beiden Häusern ist beschlossen. Und damit geht es weiter
Der Fels in der Brandung Tannheim muss beschützt werden. Spannt die Bögen. Um Ricard zu unterstützen, muss Tankred 100 Bögen für Ricard bereithalten, bevor Runde 3 endet. Ah, cool. Ah, wisst ihr, was ich sehr schön finde? Dass wir jetzt auf der gleichen Karte mit unseren Ausbauten und mit den Ressourcen, die wir schon erwirtschaftet haben, weiterspielen. Das ist sehr, sehr cool. Ja, da hat man nämlich das Gefühl, es lohnt sich, die Dinge auch wirklich ernsthaft zu betreiben und zu optimieren, auch wenn das Einzelmissionen sind. Sehr schön. Da habe ich doch richtig Lust drauf, auf jeden Fall noch ein weiteres Kapitel hier zu spielen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinwall.